Moin und willkommen zu einer weiteren Runde X4. Siehe da, wir haben zwei weitere Zerstörer. Das ist eine der vielen Sachen, die ich einfach mal offscreen gemacht und ausprobiert habe. Und zwar sind diese beiden Zerstörer von mir geändert worden. Kompakte grüne Schuppe. Da habe ich mich einfach mal rangetraut. Ich habe hier unter anderem an dieser Station die drei Eden-Transporter, die ich als Truppentransporter nutze. Das sind überhaupt nicht viele Leute, aber es reicht eben für so einen Zerstörer, weil da sind in der Regel, ich sag mal so, was heißt in der Regel? Ich habe jetzt erst nur die beiden geguckt und hatte auf dem einen, glaube ich, Platz um 44 und bei dem anderen, glaube ich, 46 Marines zeitgleich draufschicken konnte. Und dafür reichen natürlich drei Eden-Transporter mit je 19 Marines an Bord. Genau, okay. Die beiden habe ich geändert. Man sieht, ich habe sie noch nicht komplett repariert, genauso wie ich es auch bei einigen anderen Zerstörern noch nicht gemacht habe, weil ich mir einfach noch das Geld sparen möchte. Ich lasse erstmal die Crew und die Drohnen quasi einen ganzen Part machen und das, was übrig bleibt, wird nachher dann halt an irgendeiner Station repariert. Diese Station hier wird ein wenig weiter ausgebaut, wie man sieht. Es ist jetzt nicht von da hübsch, sag ich jetzt mal, ne? Also überhaupt nicht. Aber auch hier probiere ich mich halt ein bisschen aus. Aktuell natürlich auch ein bisschen komisch, dass alles hier an einer Position ist. Dann wird man ja, kann ja drumherum bauen, aber aktuell ist alles hier vorne. Eben auch mit einem Dock für L- bzw. XL-Schiffe. Ist auch nicht mein Wunschstock, aber ich war noch nicht bereit, quasi Geld auszugeben, um einen entsprechenden Dreier-Dock zum Beispiel, wo sie alle in die gleiche Richtung gehen, um mir das zu kaufen. Das ist mir noch zu teuer gewesen. Ich habe jetzt hier halt ein paar Millionen reingesteckt, um hier weiter ausbauen zu können. Man sieht hier oben, das ist mehr oder weniger ein Abbild von diesen Speichern hier. Die kommen nochmal da oben hin. Ich glaube, ich habe nochmal weitere Speicher irgendwo angebracht. Auch da habe ich bisher halt nur die S. Und ich habe meine Zerstörer, die beiden und die Sapporo. Losgeschickt, um die Ressourcen zu besorgen, die wir hier für die Forschung brauchen. Das heißt, die Forschung läuft noch knapp 7 Minuten. Dann haben wir das auch endlich mal fertig und dann kann ich beginnen, auch einfach mal ein paar andere Stationen zu scannen, um die entsprechenden Module quasi, um die entsprechenden Module mir zu sichern, ohne sie kaufen zu müssen. Ne? Dadurch, dass man sie eben scannt, ist es auch möglich, die so zu bekommen. Es geht noch ein bisschen schneller mit EMP-Granaten, indem man mehr Datenlecks quasi produziert, aber das habe ich tatsächlich gar nicht vorzumachen. So, die beiden haben schon einen Auftrag bekommen, der bekommt auch noch den gleichen Auftrag. Die machen zwar alle gerade nichts. Ist der richtige? Ja. Aber irgendwann sollte auch das möglich sein. Aktuell produziert das Hauptquartier aber nur minimal Energiezellen. Das kann man hier sehen. Und das sind die Energiezellenfabriken der Menschen, die sowieso jetzt nicht so. Also der Diagoner sind ja auch Menschen, aber der Terraner. Das sind jetzt nicht die effektivsten. Aber ich wollte jetzt einfach mal die bauen, weil in anderen Testspielen habe ich schon immer die anderen gebaut. Und die finde ich einfach schicker, in Anführungsstrichen. Die sehen nicht so abgenutzt aus. So, was machen wir heute? Also, die Forschung zu Ende, ist klar.
eventuell eine der Missionen. Hier sind ja immer noch so unglaublich viele offen. Man könnte natürlich so einen Kleinkram hier machen. Man kann diesen Kleinkram aber im Grunde auch abbrechen, glaube ich. Mit 25.000 locken wir auch nichts mehr hervor, sozusagen. Allerdings... ZYA, das sind die... Split. Da müssen wir tatsächlich auch noch ein bisschen Ruf farmen. Das könnte man natürlich tun. Ja, was man auch tun könnte, man könnte jetzt hier anfangen, eine neue Basis zu bauen. Das müsste jetzt eigentlich möglich sein. Ich kann hier weit und breit keine Xenon mehr finden. Ich weiß nicht, ob die Argonen die schon zerstört haben. Das wäre natürlich blöd. Weil da waren ja ein paar H-Schiffe. Und ich möchte hier unbedingt die Energiekerne der H-Klasse quasi sammeln. Die sind natürlich da jetzt verpufft. Genau, also das wäre möglich. Wir könnten da mal eine Station bauen und könnten auch versuchen, hier ein bisschen zu wirtschaften. Das ist ja auch relativ gut gelegen hier zwischen den beiden Argonen. Und im Grunde ist das auch nicht weit weg. Das natürlich auch nicht, ne? Also das ist eigentlich ein guter Platz hier in der Mitte. Das ist auch ein guter Platz. Adäquate Entscheidung. Was haben wir da? Ist das wieder... Das ist nur ein K. Ja, da könnte man natürlich auch mal ein bisschen aufräumen, aber da traue ich mich ehrlich gesagt nicht so ganz. Ich befürchte, dass die Millionen, die ich da reinstecke, einfach verpuffen. Ich habe auch nur noch 3 Millionen. Wie man sieht, ich kann natürlich relativ viel aus diesem Stationsbudget wieder rausholen. Der hat da doch recht viel. Der fliegt zum Abbauen. Und damit kann der kaum was anfangen. Also der kauft im Grunde nicht wirklich was ein. Ich werde mal gucken, was habe ich denn da an Geld? Ah, guck mal, der fährt jetzt los zum Handeln. Das heißt, der wird sich jetzt hier Energiezellen holen. Was anderes gibt es da eigentlich gar nicht. Machen wir anders. Gehen hier rüber. Also das sieht jetzt ein bisschen wirr aus. Ich habe quasi verboten, Energiezellen zu kaufen, weil die produziere ich selber. Ich habe verboten, Erz zu kaufen, weil das baue ich selber ab. Das gleiche mache ich mit Silizium. Und Wasserstoff noch nicht, das wird halt quasi das nächste werden. Dass ich mir Wasserstoff besorge. Ich habe allerdings, also ja, und Helium. Ich habe allerdings diese beiden Produktionen erstmal abgebrochen. Weil ich da keine Ressourcen rein verschwenden möchte. Da ist sogar kaum noch Geld. 600.000 sind da nur noch drin. Das wollte ich halt sehen. Drohnen könnte ich noch ein paar. Ist aber im Grunde nicht wirklich notwendig. Also Verteidigungsdrohnen vielleicht. Ja, keine Ahnung. Ich habe noch etwas in Auftrag gegeben und ich glaube, das soll hier oben noch entstehen. Oben drauf. Oder war das unten drunter? Ich weiß es jetzt nicht. Ich habe auf jeden Fall tatsächlich Geld ausgegeben, um Module zu bekommen. Und zwar wartet hier in der Station oder an der Station. Irgendwo hier müsste eins meiner Schiffe warten, was ich schon gekauft habe, und zwar ein Schrottsammler. Und entsprechend soll hier noch eine Schrottproduktionslinie angebaut werden. Das einzig Blöde ist, der wird ihn ja wahrscheinlich jetzt nicht so weit schicken und in letzter Zeit tauchen hier keine Karg mehr auf. Aber ich denke mal, das kann ich beschleunigen, indem ich einfach noch ein paar mehr Schiffer
hierher schicke, ne, und je mehr abgebaut wird und je mehr Asteroiden sozusagen platzen, desto häufiger tauchen auch die Karg auf. Oder Karg heißen sie ja eigentlich, nicht Karg. Genau. Und dann könnte ich natürlich zusätzlich auch ein paar Verteidigungsdrohnen gebrauchen. Ich habe meine Forschungen abgeschlossen. Sehr schön. Die Forschung ist abgeschlossen. Wir können sogar bestimmte Voraussetzungen, bevor ich mit der Forschung beginnen kann. Genau, ich habe sogar die Sapporo-Forschung freigeschaltet. Bringt mir aber im Grunde nichts. Ich könnte sie jetzt natürlich forschen. Ne? Man sieht, das sind alles Sachen, die kann man locker kaufen. Energiezellen habe ich sogar reichlich auf der Station. Aber was soll ich mit der Sapporo-Technologie, wenn ich zum Beispiel noch gar keine Werften bauen kann? Das erlaubt es Ihnen, Blaupausen zu erlangen. Das heißt, ich werde hier erstmal weitermachen, weil ich möchte unbedingt zu dem Verteidigungsmodul hacken. Ich benötige eigentlich einige Materialien, bevor ich loslegen kann. Warte mal. Eigentlich will ich erstmal die Forschung für Teleportation haben. Elektronikkomponenten brauche ich dann auch. Sammeln Sie doch bitte die benötigten Materialien, wenn Sie Gelegenheit dazu haben. Vielleicht schafft das ja auch selber, wenn ich noch mal ein bisschen Geld einzahle. Bin gespannt. Ich habe hier ja extra 3 Schiffe, die losgeschickt werden können, um etwas zu kaufen oder zu verkaufen. Da ist jetzt die Frage, habe ich eingestellt, dass er das kaufen darf? Genau, hier für die Forschung. Elektronikkomponenten, ja, darf er. Darf er kaufen. Wie viele brauchte ich da? 100, ne? Ich kann ja mal gucken, wenn ich hier jetzt einmal rausgehe. Na, so. So, und dann hier Elektronikkomponenten habe ich sogar schon, dass sie mir angezeigt werden. Dann nehme ich mal die Omega. Und lasse die Omega mal Elektronik. Schiff hat. Hä? Aber ich will doch die Dinger hier kaufen. Ach, ich brauche auch Verkauf. Sorry. Wo haben wir ihn jetzt wieder? Der ist hier mit drinnen. Und Gruppe Alpha. Nehmen wir mal die Omega. Und das Ding hier. Ich will einen da mitnehmen. Ich brauche hier bloß 100. Bestätigen. Und dann soll er die da hinbringen. Und ausladen. So, und dann holen wir vielleicht noch ein paar mehr. Nicht so viel wie geht. Und verkaufen sie. So viel wie geht. Und der Zerstörer hier. Wert, ne? Ja, das gleiche nochmal, würde ich sagen. Und da wieder verkaufen. So, dann sind die auf jeden Fall alle auch beschäftigt. Und schweben hier nicht so dumm rum.
Ja, da fliegen sie von dannen. Da ist der eine, oder fahren, oder wie auch immer. In der Regel sagt man ja fliegen, obwohl es ja Schiffe sind. Schiffe fahren, ja. Ja, was wird jetzt hier gebaut? Ah, guck mal. Jetzt wird unten weiter gebaut. Oben ist er soweit fertig mit den weiteren Lagermodulen. Jetzt geht's unten weiter. Gut, dann könnten wir mal gucken, ob wir gegebenenfalls uns hier irgendwas schnappen können, obwohl eigentlich Moment. Was haben wir hier? Eis, Erz und Silizium. Silizium, aus Silizium macht man doch Siliziumscheiben, wenn ich alles täuscht. Wir gehen mal auf. Nicht Tutorials. Da will ich hin. So. Wir gucken allgemein mal. Wir haben ja hier Siliziumscheiben beispielsweise. Ist für also kriegt man aus Silizium und Energiezellen. Jetzt ist die Frage. Ich würde ja gerne noch ein paar teurere Sachen produzieren. Was macht man denn aus Eis? Wasser, Medikamente und Proteinpaste. Total uninteressant. Was machen wir aus Erz? Veredelte Metalle. Und die veredelten Metallen machen wir zu Hüllenteilen zum Beispiel. Die sind ja auch sehr gefragt. Also gucken wir mal, veredelte Metalle, gibt's das irgendwo? Die Hüllenteile. Wir fliegen mal zur Hülle, obwohl das ist auch okay. Wir fliegen mal hier so ein bisschen durch die Gegend, würde ich sagen. Einmal zur Eisraffinerie zuerst. Autopilot eingeschaltet. Und dann gucken wir mal, ob wir ein bisschen scannen können. Ich meine, es ist halt auch für Low, ne? Also. Blau. Wenn wir Eis abbauen und das einfach direkt verarbeiten zu Wasser. Was soll's, wir haben keine Kosten. Außer natürlich die Station, die muss ich über einen längeren Zeitraum wahrscheinlich wieder finanzieren. Das kriegen wir schon hin. Wir wollen da ja unser Imperium aufbauen oder alternativ halt hier. Theoretisch auch gerne hier, aber ich glaube, da kriegen wir Probleme mit der grünen, im Pack der grünen Schuppe. Bin mir aber nicht sicher. Und, hier ist natürlich auch so ein Vorteil, hier führt der Highway durch. Und es gibt hier auch keinerlei Stationen. Wir könnten natürlich nochmal gucken, haben wir ein Schiff? Haben wir selber? Autopilot ausgeschaltet. Dass wir da nachher nochmal Ressourcensonden platzieren, können wir immer noch entscheiden, wo wir dann jetzt bauen.
Quantumröhrenfabrik. Medikamentenfabrik. Oh, und wo ist die Eis? Die Eisfabrik? Also im Grunde ja die Wasserfabrik? Nostrop Ölraffinerie. Eisraffinerie. Ja. So, die forschen wir jetzt einmal. Oh Gott, langsamer. Ich wollte nicht andocken. Einmal reingeglitscht. Erfolgreich angedockt. Ah, docken wir wieder ab. Es ist eine Ehre, Sie an Bord zu haben. So, dann zeigt mir mal mit der bitte Datenlecks. Also es gibt auf jeden Fall eins, das schlägt schon an. Das heißt aber nicht, dass es direkt beim Produktionsmodul ist. Es kann sonst wo sein. Und hier in dieser Richtung wird es halt wärmer. Eigentlich eher da lang. Nee, da lang. Tatsächlich am Produktionsmodul. Das wäre jetzt mega, wenn wir direkt eins kriegen würden, aber eigentlich muss man dafür ein paar mehr scannen, bevor man mal Glück hat. Ja. Ist einfach nur eine Provision freigeschaltet. Hier drüben haben wir ja nochmal die Chance. Aber hier gibt es kein Datenleck. So, und würde man jetzt halt diese EMP-Granaten haben, dann könnte, ich glaube EMP ist es, dann könnte man halt weitere Lecks erzeugen. Verteidiger. Was wir nebenbei machen ist, wir gucken immer nochmal, ob wieder ein Schiff vom Pakt der grünen Schuppe auftaucht. Wir sind nämlich beide hier drin gewesen. Transporter C. Ja. Gaia, wird Nostrop Ölraffinerie. Ja. Kurzstreckentransporter C. Nicht landen, bitte. Nicht landen. Oh, da hinten wird gekämpft. K-Arks sind da. Vielleicht. Oh, hier ganz in der Nähe gibt es irgendwo einen Datenleck. Da war auch das. Keins von denen, die wir brauchen. Glaube ich. Nostrop Ölraffinerie. Nee. Es gibt noch ein Leck. Auch recht nah jetzt. Hört es auch schon? Okay, das ist aber eine Mission. Irgendwo da drüben sein. Oder drunter. Ich weiß es nicht. Mal kurz drunter. Was ist das jetzt drunter? Mit all den Drehungen komme ich da gerade so ein bisschen durcheinander. Ja. Wir gucken uns mal an, was das ist. Sind Sie an einem Auftrag interessiert? Nur mitnehmen. Ich wusste, dass ich auf sie zählen kann. Soll's. Hier ist noch eine Mission, ne?
irgendjemand hört? Sind Sie an einem Auftrag interessiert? Ich wusste, dass ich auf Sie zählen kann. Ernsthaft? Undock-Erlaubnis erteilt. Ich hätte jetzt zwei Leute mitnehmen. Dann gucken wir doch mal, dass wir ihn finden. Und gucken, ob der zweite hier auch irgendwo steht. Oder ob es jetzt ja auch wirklich nur einer war. Das glaube ich nicht. Das waren ja zwei verschiedene Signale. Hallo. Ja, wir gehen an Bord. Noch einer. Das ist natürlich praktisch. Hallo. Sie haben gerade nicht genügend Platz auf Ihrem Schiff. Es ist nicht praktisch. Und die haben einfach auch mein Schiff eingelagert. Die spinnen wohl. Was haben wir denn hier an Leutchen? Ah, ja, okay, die Servicemannschaft darf nicht weg. Die habe ich jetzt, glaube ich, genau, alles schon gefüllt. Drauf, das macht keinen Sinn. Gehen wir mal dahin. Hallo. Dann probieren wir das nochmal. So, und das Schiff muss erstmal wieder hochgeholt werden. Du redest nicht. Ach, du bist ein... Was? Korsaren. So. Kann ich Ihnen helfen? Bitte sehr. Ah, nichts Lukratives dabei. Ein Profit Ihnen. Geht's jetzt? Wenn wir auch noch nicht. Aber jetzt, ne? Jetzt kommt, glaube ich, das Schiff wieder hoch. Nein. Das ist nicht meins. Das kostet jetzt ja auch wieder Zeit. Und da ist es. Da kommt es. Ich bin an Bord Ihres Schiffs und starte. Nemesis, Angreifer. Sir.
So, jetzt gucken wir nochmal ganz kurz, weil es gab hier noch ein Leck. Das will ich nur erstmal finden. Bevor wir hier abreisen. Es macht auch durchaus Sinn, immer mal wieder zu gucken, weil es kommen ja auch wieder neue Lecks. Wenn man eine Station schon besucht und diese Forschung freigeschaltet hat, dann sollte man das eigentlich auch mal machen. Wobei, auch das ist jetzt Quatsch. Das kann nicht klappen. Genau. Das ist aber kein Produktionsmodul ist. Glaube ich. Obwohl doch. Aber das ist wieder eine Mission. Sind Sie an einem Auftrag interessiert? Tüte. Und Hilario-Unternehmen. Naja. Kommen Sie wieder vorbei, wenn Sie Ihre Meinung ändern. Nö. Autopilot eingeschaltet. Will der zu mir nach Hause? Könnte es sein. Ja, ne? Na gut. Dann können wir zumindest auch gleich gucken, wenn wir da sind, ob das Modul für den Schrott, ob das schon fertig gebaut ist. Weil wenn ja, wir hatten hier gerade eben wieder Kämpfe, glaube ich. Irgendwo hier. Allerdings sind hier keinerlei Trümmer. Ja, aber wir können ihn ja trotzdem einfach mal losschicken. Vielleicht findet er ja irgendwo Trümmer, die ich nicht sehe. Hauptquartier. Gucken wir hier einmal kurz an. Achso, das Modul wird gerade gebaut, glaube ich, ne? Oder? Ne, sind immer noch Lagermodule. Gute Arbeit. Es ist eine Ehre, Sie an Bord zu haben. Das war der eine. Und er hier. Wir waren das. Dann will ich nochmal gucken. Ich habe die Teleportationsforschung abgeschlossen. Sehr schön. Ich habe es noch nicht an Lebewesen getestet. Da ich aber Ihre Biodaten bereits überwache, könnten Sie ja die große Ehre übernehmen und den ersten Test durchführen. Das sind tatsächlich immer noch die Lagermoduleinheiten, die hier gebaut werden. Noch nichts in Bezug auf Schrotthandel. Forschung. Ein bis drei Systeme. Ist natürlich auch nett. Nein, jetzt machen wir tatsächlich hier weiter. Blaupausen zu erlangen, indem sie ungesicherte Datenströme von Modulen scannen. Wie ist das für wichtiger? Egal. Ich benötige einige Materialien, bevor ich loslegen kann. Nanotronik und Smart Chips. Okay, der hat scheinbar... Hat er eine Mission? Man weiß es nicht. Und wo sind die anderen beiden Zerstörer? Nee, nicht der. Ach, die sind wahrscheinlich immer noch unterwegs, meinen anderen Handel durchzuführen, ne? Kann das sein? Nee. Okay, dann kauft mal Smart Chips. Da,
war 100 und... Ach komm. Wir nehmen gleich ein paar mehr. Bestätigen. Und hier... Transferieren. Ne, passt nicht. Oder was? Das wäre doof. Nanotronik. Müssen wir mal einkaufen. Ist teuer. Da brauchen wir mindestens 150 von. 166 können wir mitnehmen. Nanotronik haben wir hier. Haben wir da auch nicht alles los. Okay, dann könnten wir aber noch gucken. Die Omega. Die Omega könnte ja Energiezellen mitnehmen, richtig. Zack. 9700. Und könnte jetzt Energiezellen. Irgendwo verkaufen. Der macht ja zumindest auch mal 20.000 Gewinn, während die anderen ja immer nur Kosten verursachen. Dann fliesch mal los, Junge. Genau, der holt sich die Teile schon. Wer bist du eigentlich? Das ist doch meiner. Ne, das ist meiner. Also, das ist. Das ist bloß das Fehlsymbol. So, du kannst aber trotzdem schon mal bergen für Kommandant. So. Also wird ja gleich gebaut und dann kann der ja auch ruhig durchstarten, ne? Autopilot. Und wir fliegen. Eingeschaltet. Noch ein System hier? Ja. Ja, ja. Sensorbündel. Was braucht man denn für Sensorbündel? Energiezellen, Teladianium, Medikamente, Siliziumscheiben. Okay. Da kommt es. In all seiner Pracht. Alles, was zu tun bleibt, ist die Scherben aufzusammeln. Aha. Habe ich auch nicht bei mir zu Hause eine Werkbank? Ich glaube nicht, ne? Und im Hauptquartier? Ich glaube nicht. Sensorenbündelfabrik. Autopilot eingeschaltet. Wohl doch, es gibt ja einen Händlerbereich. Arbeit. Es ist eine Ehre, Sie an Bord zu haben. Illegale Fracht auf Drohne entdeckt. Möchte hier aber nichts. Oh. Kurzstreckentransporter C. Kommen Sie. Sterben Sie.
Dann gehen wir jetzt mal auf die Suche. Irgendwo da drüben war etwas. Wobei es hier auch wieder uninteressant ist. Weil es nicht das richtige Modul ist. Okay, ich sehe nichts. Danke für Ihre Hilfe. Ich höre auch nichts. Hier ist niemand. Ich habe etwas Arbeit, die erledigt werden muss. Sind Sie an einem Auftrag interessiert? Vielleicht. Nö. Kommen Sie wieder vorbei, wenn Sie Ihre Meinung ändern. Ich hätte gerne eine Enter-Mission, aber wenn, dann gerne der grünen Schuppe zum Beispiel. Entern. Sensorenbündelfabrik. Ich glaube, so viel Glück werde ich nicht haben. Okay, hier gibt's auch nichts. Dann ist das zu Hause? Ich glaube ja, ne? Heißig aktive Missionen immer noch. Förderung bei den Teladi. Das ist ja eigentlich nicht so weit weg, ne? Oh, doch. Eieieiei. Was? Da drüben? Hätte natürlich einen Vorteil, wir könnten mal kurz darüber. Jetzt packt der grünen Schuppe. Können wir eigentlich mal darüber und gucken, ob wir. Nicht ob wir, sondern dass wir da mal Ressourcendrohnen hinpacken. Kranich. Mineralien. Ist leer. Warum machst du nix? Befehl nichts. Doch, jetzt freies Schürfen. Hauptquartier. Dann jetzt wird hier nichts gebaut. Warum? Warum? Terraner Kreuzverbindung soll jetzt gebaut werden. Okay, die Materialien fehlen. Substrat fehlt auch noch. Und dann sieht man halt, ne, hier unten drunter kommt dann einmal so ein Schrottsammler sozusagen, der Verarbeiter. Ich meine, Schrott wird hier oben reingeschmissen. Und dann wird er hier auch nochmal weiter verarbeitet. So, und dann würde ich, glaube ich, sagen, wenn wir das soweit haben, bauen wir im Kreis ein bisschen weiter. Das heißt, die nächsten Module eher hier anbauen. Ja. Ich glaube, hier ist ja nichts. Ja, komm. Wir fliegen erstmal da rein. Wir fliegen da rein.
Autopilot eingeschaltet. Wir brauchen gar nicht so weit rein. Wir brauchen ja bloß bis hier. In der Pack der grünen Schuppe. Hier Stationen und so weiter hat. Ob die wohl hier rauskommen müssen? Über diesen Sprungpunkt? Man weiß es nicht so genau, ne? Also wir können hier trotzdem mal gucken, wie sieht es hier aus mit den Smart Chips fehlen. Die Nanotronik ist schon angekommen. Adler, Verteidiger. Erreiche System, Nupileus Glück. So, gleich da rein. Erreiche Nupileus Glück 2. Ja, komm, jetzt ist er ja eh gleich da. Wer bist du denn? Teladi? Wirklich ein Teladi? Ja. Ja. Wir können hier schon mal so ein Ding hier aufbauen. Und dann sehen wir, boah, ja, gar nicht so verkehrt. Lithium, Erz, Eis und Wasserstoff. Autopilot ausgeschaltet. Also rein theoretisch kann der auch hier rüber schicken. Ressourcensonde. Wir forschen hier mal ein bisschen. Ressourcensonde. Was für ein Highway. Das habe ich gerade verwechselt, Ressourcensonde und Ressourcendrohne oder Bergbaudrohne. Hatikvas Entscheidung wird wieder angegriffen. Wenn ich das irgendwann mal kann, muss ich da unbedingt auch die Verteidigung mitstärken. Möglicherweise überrennen die Xenon das aber auch einfach. Dann muss ich es vielleicht zurückerobern. Wir waren ja doch schon mal, ne? Warum waren wir hier? Ach so. Okay. Waren wir schon mal ganz am Ende? Nein. Können wir doch eigentlich auch da drüben einmal kurz auf die Bahn. Das ist gar nicht so einfach bei der Geschwindigkeit da jetzt noch auf der Bahn genau zu landen, bis ich das geschafft habe. Dann wäre ich wahrscheinlich auch schon am Ziel hinten. Also am Ziel ist einfach am Ende angekommen. So, eine Station ist da links jetzt zu sehen. Wieder direkt vorbeigesaust. Und jetzt, da war da mal eine Station zu sehen war, dann ist das nicht die, die ich schon kenne.
Asteroid. Jetzt bin ich leer. Unbekannte Station. Da. Und Schiffe. Das ist ja was zum Erkunden hinschicken, glaube ich. Königinwächter. Hightech-Fabrik. Baulager. Minotaurus. Binderer. Königinwächter. Ich helfe euch mal, ja? Nachdem ich euch jetzt ein paar Schiffe geklaut habe. Das wäre das Mindeste, was ich für euch tun kann. Taurus, Binderer, Raya, E. Hightech-Fabrik, Elster, Verteidiger, Minotaurus, Binderer. Hm. Also richtig viel gibt's hier nicht, ne? Sehr, sehr leer hier, der Sektor. Den gehört leider wirklich zu den Teladi. Okay, machen wir was anderes. Wir fliegen jetzt mal da zwecks Beförderung hin. Genau. Autopilot eingeschaltet. Einmal dahin fliegen wollen. Und dafür würde ich euch aber, glaube ich, in die Zeitschleife schicken. Ich will mit euch gemeinsam gleich da ankommen. Was war das? Wie schnell bewegt der sich denn bitte? Aber die Forschung läuft, das ist doch gut. Und dann könnten die Schiffe eigentlich ja schon wieder los. Handelt nicht. Für die nächste Forschung könnten die schon wieder Teladianium zum Beispiel holen. Ladianium. Nanotronik und veredelte Metalle. Quatsch, Mensch. Chromium haben wir und veredelte Metalle. So, und dann schicken wir die wieder los. Omega zuerst. Der darf los. Und zwar mit der. Ich glaube, die. Davon. Oh mein Gott, das ist ja. Gerade mal die Hälfte. Er hat noch Sensorenbündel an Bord. Warum hat er noch Sensorenbündel an Bord? Wir müssen runter. Habe ich jetzt den Sonnenbündel hier drüben gekauft? Nee. Oh.
verfehlte Metalle kaufen. Ach, ich bin ja schon wieder falsch. Erreiche Nupileus Glück 6. Du machst mal. Erreiche System, frommer Nebel. So. Da ihr eh die ganze Zeit nichts macht mit ihm, würde ich sagen, ihr fliegt da auch raus. Eine Mücke direkt vorm Gesicht, das gibt's doch nicht. Zack. So, dann machen wir das nochmal. Wir kaufen. Vielleicht. Ja, keine Ahnung, dann kaufen wir erstmal das. Und das ist ja gar nicht so weit weg. Und dann wird das dahin transferiert. Bestätigen. So, ich brauche die nicht. Ich brauche Graphen, brauche ich nicht. Ich brauche die Smart Chips nicht. Ich brauche keine Energiezellen, weil produziere ich selber. Also, und wenn der fertig ist, dann könnte der ja im Grunde irgendwo Nanotronik kaufen. Erreiche System. Sündhafte Vergeltung. Keiner der Handelspartner hat Frachtdrohnen zur Verfügung. Das heißt, ich brauche da Frachtdrohnen mit. Die hat der scheinbar nicht. Erreiche System. Dreieinigkeit. Bestätigen. Erreiche System. Und leuchtendes Versprechen. Direkt wieder weg. Da hinten holt er die, Alter. Das ist ja auch überhaupt nicht weit. Forschungen abgeschlossen. Der hat schon viel, viel, viel mehr Frachtraum. Keine Ahnung, was der andere jetzt mitgenommen hat. Das ist auch egal. Wir packen mal alles da drauf. So, das heißt, die holen schon mal alles für die nächste Forschung, die da diese hier wäre. Das erlaubt es Ihnen, Blaupausen zu erlangen. Ich benötige einige Materialien, bevor ich loslegen kann. Ich muss die Nanotronik ja gar nicht kaufen. Egal, wir werden sie wahrscheinlich trotzdem genau hier nochmal brauchen. Erreiche System, Janamos Sura. Gott, das ist ja wohl mega teuer. Ja gut, ich glaube, jetzt brauche ich nicht mal mehr einen Zeitsprung für euch machen, weil wir sind angekommen. So gut wie. Gekauft, tatsächlich eine Nanotronik, glaube ich, ne? Oder? Was ist das hier? Glaube. Großkampfschiff Die Leere. Ist auch ganz gut was los. Ein Haar. Bist du da eigentlich hin? Autopilot ausgeschaltet.
Ich müsste da eigentlich hin. Wir haben ein I, sie haben ein K, sie haben noch ein K und dann haben sie dann noch ein H. Und wenn der zerstört werden sollte, dann hätte ich hier die Chance darauf, eben das Teil zu finden, was ich brauche. Aber da kriege ich hier nie und nimmer schnell irgendwelche Zerstörer hin. Welche habe ich denn hier noch? Ihn hier noch, Zerstörer, Schwanengesang, der ist natürlich gut. Und der befindet sich gerade dort. Das müsste ich eigentlich mal beobachten hier. Aber so auf den ersten Blick sieht das wirklich gut aus mit den nur zwei Zerstörern. Na siehe da, da haben wir schon mal Entschlüsselungsmodul, Treibstoffkanister. Was mache ich denn da jetzt? Musst du eigentlich tatsächlich mit dem Zerstörer dahin? Jetzt hocke ich natürlich hier. Ich mache das hier erstmal. Bernardi Handelsstation. Wenn wir schon mal hier in der Nähe sind, ne? Und dann gucke ich mal, ob ich zur Schwanengesang fliege. Und mit der einmal kurz da versuche mit aufzuräumen. Wieso habe ich jetzt eigentlich 31 Missionen? Habe ich nicht gerade eben nur 30? Ich hätte ja noch mega viel Zeit, auch die Technologie zu finden, die ich brauche. Von den Xenon, also. Auch da brauche ich eigentlich dann erstmal ein eigenes Raumdock oder eine eigene Werft, um das überhaupt nutzen zu können. Aber ich habe auch keine Lust, dass es nachher irgendwie keine Haas oder so mehr gibt, die man zerstören kann. Ich weiß auch nicht, ob es eine eigene sein muss, die man vielleicht entert und dann zerstört. So, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört, das ist immer das Gleiche. Was kosten denn hier so die Module? Beispielsweise Eis ist doch, glaube ich, sehr günstig, oder nicht? Also Wasser. Eladianium-Produktion ist so günstig. Ja, da kann man damit doch richtig viel Geld machen. Oder nicht? Täusche ich mich da jetzt gerade? Graphen ist auch günstig. Teilveredelung ist auch günstig. Glaube. Warum ist denn das alles so günstig bei denen? Glaube ich noch nicht.
Ja, Siliziumscheiben, ne? Dann wäre ich wieder auf 1 Million runter. Da war ich jetzt schon ein paar Mal. Guten Profit Ihnen. Machen wir jetzt einfach. Ja. Nemesis, Angreifer. Jetzt gehen wir nochmal hier gucken. Was hat der hier? Ach, der wird von der Polizei gerade mit 2 aufgehalten. Ah, hier haben wir sogar, wen haben wir denn? Die Marco. Die Marco könnte natürlich schnell mal hier rüber und was einsammeln. Aber die Dinger hier sind zum Beispiel schon weg. Und kein Mensch sieht noch die Haare hier rumfliegen. Fliegen alle nach oben. Zu sagen, ob da jetzt noch hin sollte oder nicht. Dafür. Teladi Verteidigung Gaia, Angreifer. Lotus, Minera Teladiane, kurz erweitert Verteidigung Teladia, Echse, Lind, Eisra, Konte, Alligator, Boa, Alliga, Echse. Würfeltäter, Teladi, Haupt, Echse, Teladiane, Reihe, Anke, Lotus, Weiter, Eck, Eisra, Echse, Leier, Eisra, Container. Aber scheinbar nicht. Also nach dem Plünderer suche ich, ne? Tja, was machen wir jetzt? Locken wir jetzt an, beziehungsweise andocken geht, glaube ich, gar nicht bei dem, aber treffen wir uns mit dem? Liegen da einfach mal hin, die Leere? Ja, nicht so weit. Das hatte ich nicht vor. Das wird. Autopilot eingeschaltet. Okay, ich überlege mir das noch und bis dahin, also müsst ihr euch den Rückflug nicht angucken. Pausiere ich einmal kurz für euch. Bis gleich. So, während sich hier meine Zerstörer sammeln, ist mir etwas aufgefallen. Hier gibt es ein Schiff. Soll ich mal gucken, möchte, ob man das gegebenenfalls übernehmen kann, weil das ist vom Pakt der grünen Schuppe. Ich habe jetzt allerdings einfach mal gespeichert. Ich nicht weiß, wie die Sektorsicherheit zum Beispiel reagiert. Dann werde ich ja einmal anschießen müssen, damit er langsamer wird. Und dann scannen. Schildgenerator Triebwerk. Jetzt gucken wir mal, ob wir den runterkriegen, ohne dass uns was passiert. Geschützturm. Keine Ahnung, ob das Leute interessiert oder nicht. Und wenn nicht, haben wir ein neues Schiff. Jetzt tatsächlich nicht auf die Besatzungsstärke geachtet. Oha. Der wehrt sich ein bisschen mehr als das, was ich sonst dort gemacht habe. Mit der Rakete fliegt die noch durch die Gegend. Verteidigung.
tatsächlich interessiert das niemanden, dass ich den hier angreife. Schildgenerator. Scheint zumindest so. Wie viele Leute sind an Bord? 31 von 122. Okay, ich soll gar noch andere Schiffe schicken, um die zu übernehmen. So, jetzt kann er sich nicht mehr bewegen. Schild, Geschützturm. Rakete im Anflug. Schildgenerator. Okay, die gleich noch zurückkommt. Ja. Irgendwas hat mich gerade getroffen. Es hat uns etwas getroffen. Raya E. Geschützturm. So, hat er noch Geschütze? Raya, Schildgenerator. Schild, Raya, Schildgenerator. Raya, wo hat er denn die anderen Schildgeneratoren? Schildgenerator. Einer von denen? Ja, wieder hängen geblieben oder was? Wir werden verschossen. Schildgenerator. Hey. Was für eine Bewegung vom Schiff, ey. Warum treffe ich den nicht? Oh, das ist die Haupt. Schildgenerator. Natürlich die Hauptgeneratoren sein. Das ist tatsächlich ein bisschen schwieriger. Oh, Alter, ist das nervig. Wir werden beschossen. Richtig gehört habe, hat er wieder einen Antrieb, ne? Schildgenerator. Schildgenerator, ja, E. Das ist ein Hauptschildgenerator. Das dauert ein bisschen. Wobei sich da die Thermal-Geschütze wirklich bezahlt machen, aber man sieht es ja, dass die Schilde relativ gut halten, aber die Hülle trotzdem gut geht. Schildgenerator. Abhauen ist nicht. Raya E. Was ist das überhaupt? Ist das ein Transporter oder ist das ein Schürfer? Transporter, ne? Der nochmal deutlich teurer ist als ein Schürfer. Schildgenerator. Noch ein? Gott, oh Gott.
kleine hier, ne? Was? Wo sind der? Oh, doch noch einen großen. Noch einen großen. Triebwerk. Wir werden beschossen. Aya, E. Das Wasser hat er nichts mehr. Schießen wir ihn jetzt mal runter. Den hier nur als neuen Truppentransporter nehmen, wenn der 122 Leute mitnehmen kann. Natürlich auch der Captain und so weiter mit dabei, aber. Das ist schon ein bisschen mehr, ne? Als die 19, die gleich jeweils ankommen. Alle Geschütze überhitzt. Das haben die anderen Schiffe nicht gemacht. Die hatten zwar auch alle sowas an Bord, aber genutzt hat es keiner. Das mit den Geschützen nervt ein bisschen. Ich kühle die mal kurz ein bisschen ab. Zwischendurch überprüfe ich immer mal, ob wieder irgendwas repariert wurde. Und was ich schon mal machen könnte, wäre, du nicht, aber ich könnte den tatsächlich auch. Und, oh Gott, geht gar nicht so. Den schon mal hier in die Nähe schicken. Und dann sollen die gleich mal helfen. Was ich auch die ganze Zeit vergessen habe, ist meine Geschütztürme hier wieder auf aktiv zu machen. Ja, was soll's. So, den hauen wir sehr, sehr weit runter. Je einfacher ist es nachher für die Truppen, den auch einzunehmen. Mindestens 19% Hülle. Nicht schießen, bitte! Aber das ist eigentlich auch mit 29 schon reichen müsste. So. Und jetzt sind die ganzen Schiffe noch ausgewählt, das ist gut. Dann gehen wir mal auf Entern. Wer ist denn das? Wer hatte 29? Der Zerstörer. Phoenix, okay. 19 und der Omega hat 54 dabei.
voll oder was? Kann das sein? Ja. Gut. Enterteams machen sich startbereit. Kapsel gestartet, unterwegs zum Ziel. Wachsam bleiben. Raya E. So, das kann jetzt ein bisschen dauern. Nein, die Schiffe müssen jetzt, ich wollte sagen, erstmal ankommen. Behalten Sie die Scanner im Auge. Da sind ja sogar schon da. Enterkapsel. Und dann müssen sie Enterkapseln losschicken, genau. Es sind aber tatsächlich auch davon schon welche unterwegs. Wahrscheinlich seine, ja? Saporo. Raya E. Man sieht, der hat auch schon Crew verloren. Das waren mal 32, 31. Schon nur noch 25. Verstanden. Und jetzt kommen meine Trooper. Ruhig bleiben. Kontakt. Wir reiten Höhlendurchbruch vor. Verstanden. Da kommen die ganzen Enterkapseln. Kontakt. Bereiten Höhlendurchbruch vor. Und wir achten immer weiter drauf. Verschonen Sie! Forderungen geht Verstärkung an. Und dass sich das Schiff nicht zu Kontakt. Sehr repariert. Wir bereiten Höhlendurchbruch vor. Ruhig bleiben. Was mich ein bisschen wundert, ist, dass ich keine Reparaturdrohnen sehe. Verstanden. Behalten Sie die Scanner im Auge. Raya E. Triebwerk. Mhm. Die Frage ist, können wir eigentlich bei 1% euch am Leben lassen, ne? 5%. Ruhig bleiben. Er soll uns halt nicht abhauen, aber das macht er ja eh nicht. Verstanden. Noch ist das aus. Wir sehen halt, dass die Enterung so lange bleibt. Ne? Die sind hier immer noch bei der Annäherung, weil noch nicht alle da sind. Was noch mal machen könnte, wir jetzt gucken, was der denn überhaupt für Leute an Bord hat. Der Raya. Oh man, der hat nur einen einzigen Veteranen. Drei Soldaten, ansonsten ist das alles Servicemannschaft. Ja, wenn das nicht meins wird. Formation halten. Problematisch könnte es werden, wenn es mal wieder eine Enterkapsel nicht reinschaffen soll. Triebwerk. Okay, der bewegt sich jetzt. Bitte lassen Sie uns überleben. Ich muss es ja schon hören, ansonsten fliegt er weiter. Er soll ja nicht durch irgendeinen Sprungtor das abhauen, ne? Enterkapsel. Und der scheint nicht reinzukommen. Und das wäre richtig schlecht. Forderungen gehen Verstärkung an. Weil solange der nicht auch landet. Ah ja, solange geht halt. Die Geschichte mit dem Enter nicht weiter. Behalten Sie den Scanner im Auge. Enterkapsel. Ah,
Ah, der hat doch schon wieder einen Antrieb hier. Triebwerk. Raya E. Formation halten! Den Fehler habe ich schon mal gehabt, das ist so ätzend. Enterkapsel. Was passiert denn, wenn ich die Schiffe zurückrufe? Und die dann ihre Leute auch wieder weg? Nee, ne? Weiß ich nicht. Behalten Sie die Scanner im Auge. Da ist tatsächlich jemand abgehauen. So, und du sollst zum Beispiel einfach mal dahin fliegen. Eieieiei. Folgen Sie diesem Kurs. Trotzdem nicht weiter. Vielleicht ist das ja wie bei anderen Raya Sachen auch. Reparaturdrohne. Das ist eine Reparaturdrohne. Raya E. Triebwerk. Bitte, lass uns. Einmal kurz den Sektor verlassen müssen. Und wenn wir wiederkommen, ist die Kapsel dran. Jetzt sind alle dran. Falke, Verteidiger. Raya E. Na gut. Enterkapsel. Ein Phönix. E. Raya. E. So, den sollen wir jetzt beschützen. Solange der eben von meinen Leuten geändert wird. Reparaturdrohne. Die soll heil bleiben nach Möglichkeit. Nehmen die für mich natürlich gleich auch repariert. Raya E. Jetzt will ich nochmal gucken, der Raya, was ist denn das? Ah, der hat einen Piloten, aber der wird gleich sterben. Frachter. Aber gut. Brauche ich auch. Nur kurz, was in der Leere los ist, ob da noch was los ist. Ich glaube nicht. Ah, doch. Triebwerk. Bitte, lassen Sie uns. Hätte fast die Drohne sein können. Raya E.
jetzt mal 30% Hülle. Aber wir sind hier schon drin. Also. Nee, sind wir nicht. Wir können das nicht länger aushalten. Bitte aufhören! Das ist hier die aktuelle Phase. Wir dringen ja gerade erst ein. Warum hat er nur noch 19 Crew? Sind die alle abgehauen oder was? Ja, der Veteran ist auch schon weg. Nur noch zwei Rekruten. Okay, dann machen wir es anders. Wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Und das Schiff ist diesmal noch ganz. Also, noch ist es ganz. Es gibt halt die, je nachdem wie man es macht, in dem Fall zum Beispiel niedrige Wahrscheinlichkeit, dass das Ziel beim Enterversuch zerstört wird. Es war gerade eben auch niedrig. Es wurde dabei zerstört. Jetzt gucken wir mal, was dieses Mal passiert. Die Situation hat sich nur minimal geändert. Wir haben jetzt ein bisschen mehr gegnerische Crew noch an Bord. Ich habe zwischendrin ein wenig Fracht eingesammelt. Ich glaube, ich brauche ein Update. Mit dem hier vor allem. Lagebericht. So, und ich glaube, jetzt greifen wir gerade an, ne? Oh, zeig's mir nochmal. Nee. Noch nicht. Ja, auf jeden Fall hatte der Graphen an Bord. Das hatte hier ausgestoßen. Das habe ich beim letzten Mal nicht gesehen. Hat scheinbar auch noch 4000 an Bord. Sondern wenig von dem, was er ausgestoßen hatte. Wie gesagt, haben es dann meine anderen Zerstörer eingesammelt. Und ich habe diesmal versehentlich die Reparaturdrohne zerstört. Deswegen läuft die Reparatur deutlich schleppender von dem Schiff. Auf der anderen Seite ist halt der Antrieb wieder da, aber das braucht so lange, den zu reparieren, bis der wieder fliegen kann. Jetzt können wir mal was anderes gucken. Ah ja, super. Die Forschung läuft. Und dann ist gleich die große Frage, was macht man mit dem? Behält man den? Oder verkauft man ihn? Na, sie sind immer noch nicht drin. Diesmal 10 Mann weniger reingeschickt. Jetzt könnte es auch langsam mal losgehen da drin. Gucken wir mal, was in der Zwischenzeit so hier rumfliegt. Volo, Mineralien. Okay, nichts, was sich zu ändern lohnt. Adler, Verteidiger.
Bewegung! Ah, jetzt geht's los. Sie können angreifen. Raya, E. Schöne Arbeit. Greifen jetzt in den Kampf ein. Lagebericht. Feuer eröffnen. Jetzt kann das eigentlich nicht mehr so lange dauern mit der niedrigen Verteidigung da drin. Lagebericht. Holen wir sie uns. Uns wurde mitgeteilt, ein Angriff wäre durchführbar. Ja. Das hätte ich euch da nicht reingeschickt. Zwei Gegner weg. Ich brauche ein Update. Drei Gegner weg. Ein Team arbeitet daran, die Abriegelung zu umgehen. Also dafür, dass es fast alles eine Servicemannschaft ist? Du hast ganz schön lang. Ich habe auch schon drei Leute verloren. Tut mir leid, Sir. Wir haben es nicht geschafft. Der Widerstand ist bei zwei. Der Angriff ist bei uns 1029. Diesmal wahrscheinlich noch der Veteran an Bord. Das reicht jetzt. Abbruch. Zurück zu den Kapseln. Nix. Tut mir leid, Sir. Wir haben es nicht geschafft. Fordere umgehend Verstärkung an. Der Kommandant ist tot. Die machen uns fertig. Meine Güte. Der Kommandant ist tot. Sie schießen uns hier zusammen. Keine Marinesoldaten mehr da. Es sind nur noch hier die... Es ist nur noch die Servicemannschaft. Folgen Sie mir. Nicht zu glauben. Ein Angriff scheint nur geringe Risiken zu haben. Genau. Jetzt kann sich das Schiff wieder bewegen, aber das lassen wir mal. Uns wurde mitgeteilt, ein Angriff wäre durchführbar. Wir müssen nur dafür sorgen, dass der nicht... Ihr Handeln ist... Ich brauche ein Update. Genau. Setze Gefecht fort! So, nicht seinen Reiseantrieb aktiviert. Hört's ja, ne? Lädt jetzt wieder auf. Ich brauche ein Update. Ein Team arbeitet daran, die Abriegelung zu verhindern. Ich brauche ein Update. Feuer eröffnen. Nebenbei ist der Kontostand mal wieder auf 3 Millionen angewachsen. Ist doch nett. Lagebericht. Falle zurück. Lagebericht. Falle zurück. Ich brauche ein Update. Setze Gefecht fort. Ich brauche ein Update. Falle zurück. Noch ein Angriff fertig. Jetzt wird's Zeit, Leute. Triebwerk. Ich brauche ein Update. Wir kämpfen uns durch. Schwerer Widerstand. Na? Zün. Lagebericht.
Warum greift der denn jetzt da an? Ja, 3%. Wir wurden darüber informiert, dass ein Angriff zu riskant wäre. Sagen Sie ihnen, dass sie sich zurückziehen sollen. Wir wurden darüber informiert, dass ein Angriff zu riskant wäre. Ich glaube nicht, dass wir es zur Brücke schaffen können. Erbitten Abbruch. Triebwerk. Das reicht jetzt. Abbruch. Zurück zu den Kapseln. Nein. Es sind doch nur noch 4 Leute. Ein Angriff scheint nur geringe Risiken zu haben. Was für eine schwierige Geburt. Also das war mit den 2 Zerstörern einfacher. Jawohl! Weiter geht's! Triebwerk. Verstärkungen angekommen. Triebwerk. So. Na ja. 9 Leute verloren, ja. Aber jetzt ist es unserer. Sehr schön. So, und du gehst jetzt mal dahin und lädst mal Graphen ab. Die Omega hat nichts dabei, ist auch egal. Ebenfalls dahin. Was jetzt handeln? So, haben wir hier noch einen Zerstörer? Nee, ne? Das sind nur die 3. Dann nehmen wir die Eden. Und einmal dorthin. Haben wir wieder ein paar Leute. Ach, das klappt ja gleich wieder nicht. So. Jetzt aber alle 3 los, einmal wieder auffüllen. Und ihr macht das aber auch gleich. Aber erstmal kümmern wir uns um das neue Schiff. Hier los. Das Wichtigste zuerst, einmal neu lackieren. Es ist trotzdem die große Frage, was machen wir mit dem Schiff? Auf und bringt nur 1,4 Millionen. Ja, dann machen wir es nicht. Ich würde sagen, der Raya liegt auch erstmal dahin. Geht gar nicht. Hat keinen Piloten.
Jetzt hat's einen Piloten. Reparieren kostet knapp 800.000. Raketen möchte ich da nicht. Ich würde dann tatsächlich eher ein Flakgeschütz installieren. Plasma ist okay. Plasma ist okay. Bolzen ist okay. Plasma ist okay. So, hier haben wir Fracht. Also erstmal natürlich weg. An Reparaturdrohnen. Fordere umgehend Verstärkung an. Und dann kann das alles raus. Dann vielleicht so. So, jetzt haben wir einen Verdienst von 794.000. Ja, alleine die Lasertürme hier, was das bringt, die zu verkaufen. Ich kann mich echt überlegen, wenn wir jetzt noch den machen, kostet uns das 800 Credits. Machen wir aber nicht. Fordere umgehend Verstärkung. Weil der repariert sich ja noch ein ganzes Stück von alleine. Jetzt ist es teurer geworden. Aber ich kriege auch mehr. So, jetzt machen wir noch Folgendes. Ganz simpel. Laste, nicht ruhig. Angreifer. Raya, E-Triebwerk. Ja, hier den Vorteil, dass das Ding schon sozusagen erkennbar ist. Und dadurch lässt es sich reparieren. Und auch mit unserem Strahl. Wir gehen uns näher ran. Fordere umgehend Verstärkung an. Wer? Und jetzt werden wir bald sehen, dass sich das Ding auf den Weg macht. Oder auch nicht. Na, wollen wir? Fordere umgehend Verstärkung an. Ja, natürlich auch ganz schön, aber es ist immer noch schneller, als wenn das Schiff alleine machen würde. Und jetzt bewegt es sich ja auch. So, und jetzt lädt es den Sprungantrieb sozusagen auf. Andockerlaubnis erteilt. Wollen wir aber eigentlich nicht mit. Oh, ich rein, genau. So, auch da hinten ist auch einer aktiv. Sehr gut. Fordere umgehend Verstärkung an. Lernen wir uns mal kurz ein bisschen.
Dann sehen wir. Es bewegt sich. Bye, bye. Aber ist da irgendwo ein Tor? Wahrscheinlich schon, ne? Ja. Sind wir denn da unten hingekommen, wenn wir doch hier abgefangen haben und uns da runter bewegt? Boah. Das hätte ich nicht gedacht. Verstärkung an. Wer fordert jetzt die ganze Zeit die Verstärkung an? Wer ist das? Okay, es gibt keine weiteren Paktschiffe. Was macht ihr da denn? Also was der da macht, ist klar. Verstärkung an. Ach, und der handelt da. Na gut. Wir speichern. Freuen uns über ein neues Schiff. Gucken wir nochmal ganz kurz hier in die Leere. Also ein K ist auf jeden Fall noch da. Oder gerade reingesprungen, kommt noch ein K. B. Irgendwie würde ich schon gern da angreifen, aber ich glaube, dafür sind meine Schiffe noch zu schwach. So, und was wir noch machen wollen, ist hier eine Siliziumfabrik bauen. Das beginnen wir jetzt einfach nochmal. Und sagen mal eine 5. 5. Dort. Das kostet tatsächlich nichts und macht keinen Sinn, das Ding nicht gleich zu erhöhen. Also, dass man sich natürlich selber Plätze wegnimmt, aber machen wir es einfach mal und setzen die dorthin. So, und dann beginnen wir dort mit einem Dockmodul. Das ist die Frage. Wie rum gucke ich jetzt? Ich weiß es nicht. Wir beginnen trotzdem mit dem Dockmodul, drehen es um 90 Grad. Und dann setzen wir das Ganze hier in die Kante. So, und dann ist das, glaube ich, auch mittig, ne? Ja, es ist mittig.
Dann setzen wir daran vielleicht tatsächlich das Luxusmodul. Drehen das Ganze nochmal. Und dann beginnen wir mit den Modulen. Beziehungsweise erstmal eine Kreuzung. Was wir eigentlich gar nicht brauchen, weil das Ding für sich ja schon eine Kreuzung ist. Fällt mir gerade ein. Wir möchten da Silizium herstellen. Das passiert hier oben. Und vielleicht auch Metall. Mal gucken. Das heißt, das werden wir nach hinten drehen. Wir werden dafür aber noch was machen. Brauchen wir doch die. Aber warum sind die so groß, diese Kreuzungen? Das gefällt, weiß ich noch nicht. Das hat immer nur da unten, ne? Frage, warum kann das nicht wieder oben drauf? Was stört da? Weiß kein Mensch, ne? Also einmal 180 Grad. Dann noch einmal um diese 180 Grad. Und dann machen wir es unten ran. Das geht nicht. Das daran dazwischen tatsächlich. Aber es kann jetzt nicht direkt daran, das verstehe ich nicht. Was ist denn, wenn wir da von einem noch dazwischen machen? Dann geht aber auch das nicht da rein. Aber warum?
Warum geht es nur an manchen Positionen? Ja, lassen wir es erstmal so, auch wenn ich das echt nicht schick finde. Aber wir lassen es erstmal so. Was würde uns diese... Oh Gott, 3 Millionen. Gut, dann holen wir uns mal ein Konstruktionsschiff. Da nehmen wir ein Terra, ne? Aber... natürlich nicht genügend Mittel. 3 Millionen kostet das Ganze. Okay, wir müssen natürlich eh gucken, ob da wieder irgendwelche Xenon auftauchen, um das zu zerstören. Aber die Richtung ist richtig. Das passt. Das Ding ist auch immer noch langsam unterwegs. So, hier sind auch alle beim Abladen fertig. Dann könnt ihr auch alle mal eure Crew wieder auffüllen. Achso, du bist voll. Das ist in Ordnung. Reparieren wir ihn jetzt. Jetzt haben wir 3,2 Millionen. Es ist ja noch eine ganze Million quasi unterwegs, ne? Können wir doch eigentlich hier... Ach Quatsch. Habe ich jetzt gebaut? Dort. Nur eigentlich den Schätzwert etwas Was macht er denn da? Ach so, weil sofort Es kommen sofort Schiffe und bringen deswegen. Energiezellen fehlen und das fehlt. Mal ganz ehrlich, die Energiezellen, die kann ich doch selber bringen. Ich kann ja zum Beispiel die Sapporo nehmen. Das ist beziehungsweise in meinem Fall die... Wo sind denn jetzt die ganzen Zerstörer? Da drin, okay. Das ist die 3. Wo ist denn die 1? Der steht da, aber warum steht der da nirgends? Der ist hier, Flotte. Also Flotte. Ja, wegen Flotte. Der ist einer Flotte zugewiesen. Und durch ihn hier, alles klar. Da habe ich jetzt nicht mitgerechnet. So, du holst Energiezellen. Sagen wir mal 2000. Und dann bringst du die Energiezellen hierher. Ah, kommt schon. Da kommt schon jemand. Dann lass das bitte auch. Warum hat der denn eigentlich keine Frachtdrohnen?
Das geht so nicht. Er hat gar keine Drohnen. Warum hat er keine Drohnen? Versehentlich in die Station abgegeben, oder was ist das? So, dann einmal hier auffüllen, bitte. So viel Geld habe ich nicht. Das tut schon weh. Okay, wir verwerfen das Ganze nochmal, warten darauf, dass eben das neue Schiff ankommt. Aber wir schicken euch, glaube ich, schon mal alle, wie ihr da seid, darüber. Obwohl, ne, komm. Ja, was ist das denn? Gucken jetzt den ganzen Container her. Ist hier ein PGS-Schiff? Tatsächlich. Ein Freibeuter und eins von denen hier. So, bei dir muss ich, glaube ich, nochmal erst die Geschütze wieder aktivieren. So. Jo. Freibeuter wird gekommen, ne? Warum ist der jetzt rot? Rakete im Anflug. Verstehe ich nicht ganz. Ihn hier angegriffen habe oder was? Aber es war ein Freibeuter. Station. Könnt ihr das nicht einholen? Nee. Aber du, ne? Das glaube ich nicht, weil keine Frachtdrohnen. Genau.
So, dann holt mal die Sachen. Adler, Angreifer. Das gefällt mir eigentlich nicht, dass ich jetzt hier noch gegen die kämpfen muss. Minus 1. Na gut, dann machen wir den noch schneller. Hat der Raketen auf mein Schiff abgefeuert? Aus. Schlechtes Munitionscontainer. So, jetzt die Frage, gibt's hier noch einen Gegner? Nee, ne? Doch den hier, aber der ist ja wirklich zu vernachlässigen. Hauptquartier. Andockerlaubnis erteilt. So, dann können wir schon mal die nächste Verteidigung, würde ich schon sagen, und die nächste Forschung angehen. Erfolgreich angedockt. Wäre dann diese. Suchen und sammeln Sie doch bitte die benötigten Materialien, wenn Sie Gelegenheit dazu haben. So, die sammeln immer noch ein. Aber wo ist denn... Er hier. Wo holt der denn jetzt ganz ein Schiff her? Ich meine, ist ja nett, dass es funktioniert, aber oh. Ernsthaft? Sind ja 1, 2, 3, 4 Sektoren. Muss man ja fast überlegen, noch so ein Ding zu kaufen. Wenn der das so weit entfernt macht, war das hier, ne? Okay, der hat mich 3 Millionen gekostet. Das dauert noch ein bisschen, bis ich noch so einen mir kaufen kann. Aber, interessant. Dass er tatsächlich zum Schleppen unterwegs ist. Zwar unbewaffnet, soweit ich weiß, aber das ist ja egal. So, was mache ich jetzt mit diesem ganzen Zerstören? Die hier jetzt nur so rumstehen. Eigentlich wollte ich damit ja hier rüber. Aber hier ist ja auch schon nichts mehr los. Also können die ja eigentlich alle etwas tun.
Ja, aber das überlege ich mir beim nächsten Mal, würde ich sagen. Mit Blick auf die Uhr heißt es eigentlich Feierabend. Wir sind schon fast wieder auf 1,5 Millionen und das Schöne ist ja, wenn diese Station hier irgendwann fertig ist, wenn man mich die denn bauen lässt, aber es sieht ganz gut aus, dann dürfte das eine Station sein, die auch ein bisschen Geld generiert. Sofern ich sie denn mit Silizium und Energiezellen befeuere, aber das tun wir ja eigentlich. Wer bist du? Hightech-Händler, okay. Weil die Energiezellen, die werde ich ja sogar selber produzieren. Das ist doch schön. Es ist alles unterwegs. Jo, und ist die Frage, was mache ich hier mit dem Hauptquartier? Mache ich da überhaupt noch was mit? Aber warum nicht, ne? Also, da steht nun mal schon mal alles da. Dann kann man es ja auch weiter nutzen. Was fehlt mir hier? Elektronikkomponenten und Waffenkomponenten. Also eigentlich bräuchte ich 100... Was? Elektronik? 100 Elektronik und 75 Waffen. So. Das heißt, wir kaufen irgendwo, wo es am günstigsten ist. Die 75 nicht eingeben, ne. Die 75 Waffenkomponenten. Und kaufen dann jetzt schon wieder hier oben gemacht? Ich weiß es gar nicht. Nee, ne? Die günstigsten Elektronikkomponenten. Davon brauchen wir nochmal 100. So, und wenn er das beides gekauft hat, dann darf er das hier hinbringen. Durch die und die. Bestätigen. Dann haben wir das zumindest. Was passiert hier gerade noch? Gekark. Kark. Lassen wir erstmal. So. Dann würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal weiter. Jetzt brauchen wir ja tatsächlich mal wieder ein bisschen Geld, auch wenn da noch 1 Million reinkommt. Aber wie gesagt, die erste Station, die für Profit gebaut wurde, oder für Profit gebaut wird, ist ja am Start. Und dann werden wir in dem Sektor noch weitere Stationen bauen. Oder eben diese ausbauen, das muss ich mal gucken. Was ich nicht verstehe, ist, ihr habt es gerade eben gesehen, warum kann das nicht noch weiter verlängert werden mit diesen Siliziumscheibendingern? Ich verstehe es nicht. Müsste man sich vielleicht auch nochmal angucken. Ja, und ansonsten würde ich sagen, alles weitere planen wir beim nächsten Mal. Und für jetzt vielen Dank fürs Zusehen. Und wenn ihr mögt,
Seid gerne beim nächsten Mal wieder dabei. Und ja, habt noch einen netten Tag, netten Abend, was auch immer. Und wir sehen uns. Bis dann. Ciao.